Was ist da genau passiert, als du mit Hall verbunden warst? Ich sah Dinge, die ich nicht erklären kann, die ich nicht sehen sollte. Sie lag im Sterben und ich war in ihrem Verstand, ihren Erinnerungen, ihren Gedanken. Sie hatte Angst. Sie wusste nicht, was mit ihr geschieht. Ich sah die menschlichen Testsubjekte des geheimen Projekts in Singapur. Etwas in ihnen schrie voller Qual. Es verursachte das ganze Desaster. Es hat so viele getötet. Ruhig. Atme. Es war jahrelang begraben, Taylors Team. Sie haben es geweckt. Es ist in ihnen. Ich glaube, es bringt sie ruhig. Bleib bei mir. Wo geht Taylor hin? Er sucht immer noch den vereisten Wald. Das NRC hat den ersten Zug beim Aquifer gemacht. Sie haben ein Netzwerk aus Luftverteidigungen oben auf der Plattform. Verstanden, Khalil. Wir kommen. Die NRC-Verteidigungssysteme haben Priorität. Was ist mit Taylor? Eins nach dem anderen, Hendrix. Eins nach dem anderen. Wir haben mehrere Ziele. Formation verlassen und ausschalten. Hendrix, weiter zur Plattform. Wir treffen uns, wenn wir fertig sind. Alles klar. Schalt sie schnell aus. Wir dürfen Taylor und Barretti nicht wieder verlieren. Ja, damit ein herzlich willkommen zu Call of Duty Black Ops und es geht volle Kanne weiter. Wir müssen hier irgendwelche F-16 abknallen. Oh mein Gott. Da sind noch mehr Feinde auf dem Radar. Ja, wo? Ich sehe die nicht. Ach da. Komm her, Junge. Schreck dich. Jawoll. Den hätten wir auch. Halt sie von den ägyptischen Bodentruppen weg. Sie versuchen, die anzugreifen. Na, dich krieg ich auch. Jawoll. Und da vorne haben wir noch einen Gegner. Na, warte, ich werde dich kriegen. Jawohl. Sehr gut. Und den hätten wir auch. Was sind das jetzt? Ah, die Sachen zerstören. Was sind das? So, wie lange hier noch hier? Noch einer übrig, alles klar. Und das war der letzte. Und hier unten haben wir ganz viele Gegner. Die knall ich mir auch ab. Ach du Gott, ich muss jetzt da landen oder was? Moment. Komm, wir landen. Kalte Viereck, okay. Wow, was war das? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist Munitionskiste. Nehmen wir direkt mal mit. Wo muss ich überhaupt hin? Starte die Anlage. Feindliche Granate! Starte den Prozess. Ich übernehme dann. Oh mein Gott. Na kommt der Junge. Oh mein Gott. Granate. Das könnt ihr wieder zurücknehmen. So.
Wie lange dauert das? Achso, 30%. Na los. So, noch 30%. Was haben wir denn hier? Wow, 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 wow. So, nimmt das. Alles klar. Schnell geh weg hier. Oh oh, oh oh. Im Schlaf. So, schnell da rein, schnell da rein. Kann ich nach oben. Oh mein Gott. So. Da kommen immer neue Feinde. Oh mein Gott. Oh Gott, lass mal ein Bein. Geil, lecker. Oh, was haben wir hier? Oh, oh, shit. Ja, ja. Gibt's hier Munitionskiste? Ich kann ab jetzt übernehmen. Gib mir Deckung. Mehrere Kontakte. Rechte Seite. Na los, Chef. So, noch 40% ungefähr. Ach du Gott. Okay, dann hauen wir mal von hier ab.
Oh, ich hab eine Granate, wusste ich ja gar nicht. Hallo? So, wo muss ich jetzt hin? Hier hin, okay. Ich schicke euch Koordinaten von Taylors und Mahettis letzten bekannten Aufenthaltsort. Viel Glück. Ganz schön was zu schwimmen. Ach du Gott, was jetzt? Stell dir einen vereisten Wald vor. Was geht denn jetzt wieder ab? Bei mir bleiben. Atme! Wieso? Wieso sind meine Systeme runtergefahren? Hab deine Diagnose gecheckt. Du zeigst die gleichen Symptome wie Hendrix. Vermutlich wie bei Taylors Team. Welche Symptome? Ich glaube, die KI-Software hinter dem Projekt ist organisch geworden. Dein DNI war der Übergang. Sie wurde in den Testsubjekten geboren und ist jetzt in euch. Übernimmt euch langsam. Treibt euch in den Wahn. Wie langsam? Vielleicht Tage oder Stunden. Scheint ein distributives System zu sein. Ein Schwarmgehirn, das mit den Erfahrungen aller Infizierten wächst. Hör zu. Sie verzehrt. Egal wie das Ding funktioniert. Was es auch will. Ich bin auch ich. Finden ihn. Und falls wir ihm eine Kugel in den Kopf jagen müssen, mach ich's. Er ist nicht der Einzige. Wenn es soweit ist, tue ich, was getan werden muss. Wir finden eine Möglichkeit. Abseits vom Militär, abseits von der CIA. Es gibt Orte, an die wir gehen könnten, wo wir sicher wären. Bitte, hör mir zu. Bleib bei mir. Was stört unser Signal? Wir empfangen Aktivität auf dem Weg hierher. Ja, das hört sich gar nicht gut an. Irgendwas stimmt hier nicht. Ja, das Gefühl habe ich auch. Wachsam bleiben. Naja. Hier oben. Waffen bereit machen. Wo oben? Auf mein Zeichen. Ach du Gott. Kane, bitte kommen. Da kommen mehrere Ziele in eure Richtung. Verschwindet von da. Taylor und Maretti, sie wussten, dass wir kommen. Kane, ihr müsst sofort los. Sie wollen euch einkesseln. Verstanden? Ja, wohin? Zeig mir mal einen Weg. Ach du Scheiße. Oh mein Gott, auch in Unterwasser greifen die mich hier an. Es kommen immer mehr. Die NRC-Offensive ist gnadenlos. Wir können im Kampf kaum Fuß fassen. Wir brauchen mehr Luftunterstützung, um die Plattform zu sichern. Willst du hier bleiben oder mir folgen? Wie machen wir Taylor am besten ausfindig? Wenn wir den Kontrollraum sichern, haben wir Zugriff auf die Kameras der Plattform. Kane legt sie dir auf dein Hut.
Los. Oben oder unten, wir geben die notwendige Unterstützung. Da kommen zusätzliche NRC-Flieger. Wir müssen sie von der Plattform fernhalten. Verstanden, sind auf dem Weg. Ich sehe sie. Mehrere feindliche Flieger. Gehe auf Abfangkurs. So, komm her. Ziel erfasst. Hier ist Geschichte. Genau, das ist Geschichte. Und damit die nächste. Na, bleib stehen. Von Boden? Wer schießt denn von da überhaupt? So. Hendrix, Statusbericht. Die Kalidus-Männer werden in der Nähe des Kontrollraums überrannt. Wir könnten Taylor und Maretti verlieren. Das werden wir nicht zulassen. Fokus auf die Unterstützung der Bodentruppen verlagern. Khalil, wir geben deinen Männern Deckung. Rückt weiter vor. Also ich knall die Leute mal erstmal ab. Ach du Gott. Was? Was jetzt? Sie sind zu spät. Er ist auf dem Weg raus. Moment. Als sie noch in Betrieb war, war die Plattform wegen der Dürre ein Ziel von Piraten. Wichtige Bereiche wurden durch Sicherheitsprotokolle geschützt und abgeriegelt. Im Fall eines Angriffs. Riegel es ab, Khalil! Riegel es ab! Jetzt! Da ist noch Maretti. Es ist noch nicht vorbei. Kane, was ist der beste Weg zu seiner Position? Tja. Die Sicherheitsprotokolle haben eine Panzertür zwischen euch und ihm geschlossen. Irgendeinen Vorschlag? Maretti ist noch im Hangar. Khalils Männer sind schon auf dem Weg dorthin. Na, der Schweine. So, wir landen jetzt. Oh. So, nehmen wir mal Munition. Auch ne. So, wir sollen hier verteidigen. So, weiter geht's. Verdammt! Ah, shit! Die Streitkräfte sind gerade an Marettis Position aufgetaucht. Sie rücken ab. Wenn wir ihn jetzt nicht kriegen... Na, fritz das, ihr Schweine. Oh. Jetzt? Warum springt der? Krass. Maretti kommt auf der Rückseite. Dranbleiben.
Nachladen, nachladen. Schnell, schnell, schnell. Nicht schön. Noch nee, nicht schon wieder dieser komische. Da hört der nicht zu. Was ist nur los mit dir? Du bist nicht du selbst, Hendrix. Da ist etwas in dir, seit du mit Diaz verbunden warst. Das gleiche Ding ist auch in Taylor. Du hast die Perspektive zur Mission verloren, zu Taylor! Was? Taylor hat eine Verschwörung entlarvt, die bis ins verdorbene Herz der CIA und des Winslow-Abkommens reicht. Und das macht ihn zum Ziel. Nein, Kane hat unsere Werte überwacht. Kane? Mann, Kane steckt doch hinter allem. Schon immer. Sie ist die gottverdammte CIA. Das reicht, Hendrix! Was? Du glaubst mir nicht? Oh, du hast dich in sie verschossen, was? Ihr habt schon Pläne für ein Haus auf dem Land und eine perfekte kleine Familie. Du solltest ihr doch nicht vertrauen! Du denkst nicht mehr klar! Ich denke nicht mehr klar? Und was geht denn in deinem Dickschädel vor sich? Ach du Gott. Ach du Gott, was war das? Oh oh, oh oh. Maletti, hör mir zu! Du hast nichts gelernt, oder? Diaz und Hall sind tot. Was dir Taylor auch gesagt hat, es ist noch nicht zu spät zum Umkehren. Ergib dich und ich garantiere deine Sicherheit. Boah, diese ganze Granaten gehen voll auf den Sack. Na super, dieser Drecksniper. Oh nein, nein, nein. Tot. Hast du keine Angst vor dem, was in der Dunkelheit lauert? Du kennst mich. Du kannst mir vertrauen. Zieh besser den Kopf ein. Du bist vielleicht ein harter Kerl, aber nicht unsterblich. Bitte, ich gebe dir mein Wort, dass du fair behandelt wirst. So. Oh, schon wieder Granate. Ach, den Arsch kann man nicht killen. Wow, 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 wow. Lauf da, hol die Maletti. So, eins, zwei, drei. Ich komme, du Arsch. Ich komme. Fallen lassen! Die Welt kennt die Wahrheit. Du bist ein Verräter. Deine Wahrheit hat unzählige Menschen getötet. Wir haben das Richtige getan. Kannst du das auch sagen?
Ach du Gott. Weil er gestorben ist. Ja, das war's für dich. Du Verräter. Hast du ihn abgeschlachtet? Wir sind schon länger Auftragskiller, als ich nur denken kann. Aber du kannst das hier nicht gutheißen. Maretti war einer von uns. So wie Hall, so wie Diaz. Und als nächstes töten wir dann Taylor, oder was? Wenn du willst, dass die CIA ihre Scheißgeheimnisse bewahrt, dann sollte ich Kane womöglich auf der Stelle abknallen. Hey, hör mir zu. Der einzige Grund, warum du in diesem Moment nicht im Knast der ägyptischen Armee sitzt, ist der, dass uns niemand zur Hilfe kommt. Wir sind allein. Ich hab nur dich. Außerdem bist du mein Freund. Das NRC hat eine Raketensalve gestartet. Ihr müsst sofort da raus. Das lassen wir uns nicht zweimal sagen. Los, Hendrix! Okay, nicht wie weg hier. Schnell, schnell, schnell. Nach oben, bevor hier gleich alles um uns herum einstürzt. Oh, 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 oh. Ihr müsst da raus. Wissen wir. Wir sind unterwegs. Oh, shit. Zum Hangar geht's hier lang. Wow, wow, wow. Und da schaffen wir das. Ja, wir haben es geschafft. Puh, Glück gehabt. Ja, und noch ein Verräter ist tot. Bin gespannt, wie es weitergeht. So, mit dieser Kapitel sind wir jetzt auch durch. Mal gucken, was wir so freigeschaltet haben. So, neue Outfit, Schurke. Na, fast Level 14. So, wir gucken mal unsere neue Klamotten an. Oder Outfit. Oh, wie sieht das aus? No, sieht nicht schlecht aus. Nehmen wir mal. Was haben wir denn hier freigeschaltet? Schurke. Ja, lieber Freund, ich würde mal sagen, wir machen mit dieser Folge hier Schluss und wir sehen uns natürlich in der nächsten Folge.